Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video im BFA. Eigentlich nur ein kleines kurzes Infovideo, weil mir aufgefallen ist, dass einmal ich das zeitweise nicht wusste und auch immer wieder vorkommt, dass andere das nicht wissen. Es gibt ja hier in Nasjatar diese Gegenstände, die euch verfluchen. Das heißt, ihr kriegt einen Buff, ne? Ihr bekommt mehr auf die Nase und weniger Heilung und. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, wo ihr diese Gegenstände entsorgen könnt, damit das aufhört. Weil dieser Stapel, wenn ihr die Gegenstände behaltet, geht immer höher, 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 höher. Ne? Und ihr kriegt ja zum Beispiel den Beutel, den man dabei bekommen kann, für diesen Gegenstand. Da kann zum Beispiel auch Gold drin sein. Ich habe jetzt 377 Gold bekommen. Und zwar, diesen Gegenstand könnt ihr abgeben, wenn ihr in Nasjatar seid. Da haben wir ja hier die Hordenbase und da die Allianzbase. Und da ist ja hier vorne ein See gegenüber der Allianzbasis. Ne? Da geht es zur Allianzbasis, wir würden da weiterlaufen. Und hier ist ja ein kleiner See. Und wenn ihr hier abtaucht, an dem bösen Fischi vorbei, ist hier unten. Ist der böse? Nee, Fischi. Doch, Fischi ist böse. Habt ihr hier unten den Jager stehen? Und er hier, das Klagen der Ertrunkenen wird immer lauter. Okay, der erzählt immer was anderes. Am Anfang hat er immer was vom Totenkopf erzählt. Dem könnt ihr den Gegenstand bringen und er gibt euch dafür etwas. Und dann hört das auch auf mit dem Verfluchtsein. Ne? Ihr seht, erkennt es daran, wenn ihr hier einen Buff habt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye bye.